Liebe Schwestern und Brüder, in diesen drei Gruppen, die hier aufgezählt werden, die Leseordnung enthält uns leider vor, was Jesus sagt. Er steht dort am Ende des Laubhüttenfestes und spricht von den lebendigen Strömen Wassers, die aus ihm hervorbrechen. Das ist die Reaktion. Die drei Gruppen, die hier entstehen, sind wie ein Spiegel für uns. Ein kritischer Spiegel, in dem wir uns selber sehen. Die einen sagen, er ist ein Prophet, der andere der Messias und die anderen sind so in der Tradition verpflichtet, dass sie sich auch zu helfen wissen. Aber es gibt eben keine Entscheidung. Adrien von Speyer bemerkt dazu sehr treffend. Alle drei Gruppen vertreten ihre Meinung mit dem, was ihnen gemeinsam ist, mit Lauheit. Ihr Glaube, ihr Unglaube, ihre Zweifel sind alle gleich kraftlos. Sie leben gerade so weit, dass sie geäußert werden können, aber haben nicht die Macht, andere zu überzeugen, sich selbst gegen andere zu behaupten. Sie sind im Grunde genommen nur die verschiedenen Teile und Ansichten des allgemeinen Geredes. Niemand ist von diesen Ansichten erfüllt. Niemand von ihnen befriedigt, auch nicht jene, die im Herrn den Messias erblicken. Keiner von ihnen ist wirklich von dem berührt, was er sagt. Sie alle sind geistesmüde. Das ganze Gerede ist gespenstisch und welk. Ob wir das nicht auf dem Hintergrund der heutigen Krise bedenken müssen, dass es vielleicht uns genauso geht, dass wir von dem, was Jesus von sich selber klar und offenlegt, nicht berührt sind, sondern nur darüber reden.